Hey, seid ihr ready für Gottes Wort? Ich habe extra meine Bibel mitgenommen und wir haben diese Serie mehr. Und in dieser Serie, wie Ben es vorher schon gesagt hat, geht es um den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, ob du letzte Woche hier warst, aber Ben hat den Start gemacht und sein Titel war irgendwas mit Dimension. Ich habe jetzt gewartet, bis er eine Antwort gibt. Und sein, oder ihr, die andere Dimension. Und ich habe gedacht, ich mache einfach einen kurzen Recap. Hatten wir ja schon online auf unseren Social Medias. Aber das etwas, das mir am meisten geblieben ist oder was ich extrem wichtig finde und deswegen möchte ich es noch einmal betonen am Anfang von heute, ist Folgendes. Er hat am Schluss, ganz am Schluss, vielleicht einige von euch schon gar nicht mehr dabei gewesen, aber Geistfakten aufgezählt. Und der allererste Fakt, den er aufgezählt hat, ist, Gottes Geist wohnt oder lebt in unserem wiedergeborenen Geist. Und ich persönlich, ich finde das so etwas Wichtiges, weil ich immer wieder merke, dass ganz viele Leute nicht verstehen, dass das zwei verschiedene Dinge sind. Unser Geist, mein Geist und Gottes Geist. Weil wir denken, wir werden von neuem geboren und jetzt gibt es nur noch den Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist wohnt in unserem Geist. Deswegen muss ja unser Geist wiedergeboren werden. Und wenn du das erleben möchtest, über was ich heute predige, dann musst du von neuem geboren werden. Und deswegen, falls du noch nicht an Jesus glaubst, habe ich gedacht, mach's heute mal am Anfang. Gib dein Leben Jesus, dann macht das, was nachher kommt, viel mehr Sinn. Also das, was nachher in der Predigt kommt, weil es um den Heiligen Geist geht, der, wenn du Jesus annimmst, in deinen Geist hineinkommt und das Abgefahrenste oder etwas vom Abgefahrensten, vom Besten, für die, die ein bisschen älter sind, ist, dass wir mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden. Und das bedeutet, der kann nicht mehr abhauen, auch wenn er wollen würde. Auch wenn er sich denkt, hier stinkt's, hier modert's, in dieser Wohnung, überall liegen irgendwelche komischen Dinge rum. Früher hat man gesagt, Sünden in deinem Leben. Der Heilige Geist lebt in deinem Geist, weil dein Geist ist von neuem geboren. Darin ist keine Sünde mehr. Du sündigst nicht in deinem Geist, du sündigst, wenn dann in deiner Seele oder in deinem Körper, Fleisch, sagt man dem, auf gut biblisch, Bibeldeutsch. Aber das Coole ist, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist wohnt nicht in einer Wohngemeinschaft, sondern er hat gerne Platz, um sich auszubreiten. Er wohnt alleine da, ist einfach nur abgefahren. Also ich habe den Titel von heute, weil heute geht es darum, um das Wirken des Heiligen Geistes, also was macht der Heilige Geist, wie ist der Heilige Geist so ein wenig. Und ich habe irgendwie keinen Titel gefunden und dann habe ich einfach gedacht, wir nennen es heute, falls du Notizen machst, Upgrade. Und ich habe es ganz klein unten hingeschrieben, God Mode. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, aber das wird häufig verwendet im Sport, wenn es gibt ganz viele Athleten, die sind super gut. Und dann gibt es manchmal so Michael Jordans. Und die schalten dann, alle sind schon super gut, das Spiel läuft super und irgendwann schalten sie den God-Mode ein. Also den Gottesmodus. Und sind einfach so viel besser als alle anderen. Und das ist für mich auch ein großer Teil des Heiligen Geistes. Du hast diesen God-Mode in dir. Gottesmodus. Also besser als alles andere, was es gibt. Und ich weiß nicht, was du für Gedanken in deinem Kopf hast, wenn du das hier liest, der Heilige Geist, oder wenn du hörst, es geht um den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was du alles schon erlebt hast, wie deine Vergangenheit ist mit diesem Thema. Aber ich weiß, wie meine Vergangenheit ist und ich weiß, was ich alles schon erlebt habe und was mir alles schon gepredigt wurde und was ich früher auch wirklich für voll genommen habe, bis ich dann gemerkt habe, die Bibel sagt etwas anderes über den Heiligen Geist als das, was ich jahrelang gedacht habe, was der Heilige Geist so macht. Ich glaube, ganz viele Christen haben immer noch dieses Bild,
Wir haben ja einen dreieinigen Gott, also drei verschiedene Persönlichkeiten, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und wir denken häufig, dass diese drei total verschieden sind. Und so ging es mir jahrelang und es wurde auch häufig so gepredigt. Und also ich glaube nicht, dass die Leute das extra gemacht haben, versteht mich richtig. Ich glaube aber, dass es trotzdem immer noch ganz, ganz viele Menschen gibt, die so das Bild haben, Gott ist eigentlich so weißer Bart, oder? Eher so ein älterer Mann, ja, sitzt auf seinem Thron und man kommt ihm lieber nicht zu nahe. Und dann gibt es diesen Sohn, diesen Jesus, der die Liebe verkörpert und so liebliche Augen hat, oder? Und du gehst eigentlich lieber zu Jesus als zum Vater, weil beim Vater weißt du nie so genau, woran du bist. Aber mit Jesus, da weißt du, ist bester Freund, Best Buddy, hat nur Liebe für mich, super, ist easy drauf, ist nicht komisch. Zu ihm kann ich gehen, mit ihm kann ich quatschen und er kann es dann, weil er eine gute Beziehung hat mit seinem Vater, er kann es dann dem Vater verklicken, dann muss ich nicht. Weil man weiß ja nie so genau. Also ich überzeichne das jetzt ein bisschen. Und dann gibt es ja dann noch diesen Heiligen Geist. Und ich musste das mal vorzeigen. Ich musste das mal vorzeigen, wie man sich das so vorstellt. Aber das mache ich jetzt heute nicht. Wir waren mal in Holland, Ben und ich, und er hat über den Heiligen Geist da predigen dürfen, Grace Academy, ganzen Schultag. Und dann hat er mich gefragt, ob ich etwas sozusagen vorspielen kann, Theaterstück über Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und ich habe das dann gemacht. Aber wir haben so diese Vorstellung, oder? Gott ist so streng, Gott ist... Also der Vater ist streng, grauer Bart, bisschen alt, hört nicht mehr so gut, eher strafend als liebend. Und dann gehen wir lieber zu Jesus und mit dem Heiligen Geist können ganz viele gar nichts anfangen oder ganz viele können ganz viel mit ihm anfangen. Weil bei ihm weiß man ja nicht so genau, wie er ist. Weil Geist, oder, das sieht man ja schon nicht, da kann man sich nichts darunter vorstellen. Und man hat dann sogar das Gefühl, er ist irgendwie so ein Ausgeflippter, ein Freak, ein Weirdo, ein, ich weiß auch nicht so genau, diese Leute, die ich, oder die du vielleicht schon gesehen hast, die dann nur noch irgendwie Schabalabadingdong mäßig reden oder sich komisch bewegen oder was auch immer und du hast dann so ein Bild, oder, und du denkst dir, also wenn du eher vielleicht selber auch ein Weirdo bist, denkst du dir, voll cool, ich will nur das erleben. Und wenn du damit gar nichts anfangen kannst, dann gehst du lieber zu Jesus. Und wir machen diese Unterteilungen, obwohl die Bibel so klar ist, es ist ein Dreieiniger. Dreieinig. Ein dreieiniger Gott. Es gibt nicht ein schwarzes Schaf in der Familie, und dann einen lieben Sohn und dann einen strengen Vater. Sondern es gibt drei Persönlichkeiten, die aber sich gegenseitig bestätigen. Also wir lesen das ja nachher noch. Aber das sind nicht drei. Also wenn du Jesus cool findest, dann findest du den Heiligen Geist auch cool. Wenn du Jesus cool findest, dann findest du den Vater auch cool, weil Jesus wurde vom Vater gesandt. Nicht, weil Jesus die Welt so fest geliebt hat, sondern weil der Vater die Welt so sehr geliebt hat, hat er seinen Sohn in die Welt gesandt, damit die Welt gerettet wird. Wir sind schon mittendrin. Also was macht denn der Heilige? Ich bin so happy über mich selber, dass ich wirklich die Frucht des Geistes, Selbstbeherrschung, ich wollte es schon vormachen und habe es dann zurückgehalten. Also was macht denn der Heilige Geist überhaupt so, habe ich aufgeschrieben. Was macht er denn? Wozu ist er hier? Und versteht mich richtig, dieses Thema, das ist riesig. Auch in der Bibel ist es riesig. Und
heute schauen wir einige Aspekte an. Ich würde sagen, wahrscheinlich die wichtigsten Aspekte, wie der Heilige Geist ist und was er macht, also sein Wirken und seine Funktion. Was hat er überhaupt für eine Funktion? In meinem Leben, im Leben von einem Gläubigen, was hat der Heilige Geist für eine Funktion? Hat er mehrere Funktionen? Und es ist mega, mega spannend, weil Lena hat ja bei der Predigt, die sie vor 2 Wochen gehalten hat, aus Jesaja vorgelesen über die 7 verschiedenen Aspekte des Heiligen Geistes. Und mega, mega, mega interessant. Kann es euch einfach nur empfehlen als Hint, dass man dann so hier oben bei YouTube einblenden kann, damit man genau zu dem Teil kommt von der Predigt von Lena, wo sie das erwähnt. Das war jetzt eine Info eigentlich an Timon. Jawohl. Also was macht der Heilige Geist überhaupt so? Was macht er? Und ich persönlich glaube, dass es so extrem wichtig ist, dass wir nicht unsere eigenen Definitionen machen vom Heiligen Geist oder unsere Definition oder unser Bild vom Heiligen Geist anhand von dem, was wir vielleicht erlebt haben, ob es jetzt positiv oder negativ ist, dass wir das anhand von dem, was wir erlebt haben, erfahren haben, manchmal auch gefühlt haben oder nicht so gefühlt, dass wir das anhand von dem machen, sondern dass wir eine biblische Definition haben von dem, was der Heilige Geist denn überhaupt macht. Weil unser Fundament ist Gottes Wort. Und dann wollen wir auch nachschauen, was sagt denn die Bibel über den Heiligen Geist? Oder? Nicht, was sagen meine Freunde, was sagen meine Erfahrungen, was sagen vielleicht auch meine schlechten Erfahrungen. Je älter du ja bist als Christ, desto höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du auch schlechte Erfahrungen machst. Also jetzt nicht nur mit dem Heiligen Geist, allgemein mit anderen Christen, mit denen du dann ja die Ewigkeit verbringst. Ja. Also wir brauchen eine biblische Definition und deswegen habe ich mich dafür entschieden oder wir haben uns entschieden gemeinsam darüber auszutauschen, das Ganze anzuschauen, was hat Jesus denn über den Heiligen Geist gesagt? Weil Jesus ist ja auf diese Erde gekommen und Jesus hat über den Heiligen Geist gesprochen, als er hier auf der Erde war. Und das wollen wir heute anschauen. Und damit wir so ein bisschen den Zusammenhang haben oder uns in diese Szene hineinversetzen können, habe ich gedacht, ich erzähle euch einmal kurz das Drumherum, weil Jesus hat gar nicht so viel über den Heiligen Geist gesprochen, sondern nur in ganz wenigen Kapiteln in der Bibel hat er dieses Thema aufgegriffen. Und es sind diese 5 Kapitel. Es steht auch im Markus-Evangelium, aber ich habe jetzt diese 5, weil hier kommt es gleich nacheinander. Johannes Kapitel 13 bis 17, das sind 5 Kapitel, wo Jesus über ganz, ganz bestimmte Dinge spricht, unter anderem über den Heiligen Geist, die extrem wichtig sind. Ich finde es interessant, es sind genau 5 Kapitel und das Johannesevangelium hat 21 Kapitel, also ist es fast ein Viertel des ganzen Johannesevangeliums, der hier vorkommt. Also wo hat das Ganze stattgefunden? Wo finden diese 5 Kapitel statt? Diese 5 Kapitel finden alle am gleichen Ort statt. Und zwar nennt man das auf Bibeldeutsch Obergemach, auf Englisch Upper Room, wo Jesus in einem Raum, der wahrscheinlich nicht Parterre war, also nicht auf Erdgeschoss, sondern halt im ersten Stock, ich würde jetzt heute in der Bibel schreiben, im ersten Stock eines Gebäudes oder im zweiten oder dritten, also in einem oberen Stock, hat Jesus seine Jünger versammelt. Und er hat nur mit ihnen über das gesprochen. Also Jesus ist nicht in die Synagoge gegangen oder irgendwo an den See Genezareth oder in irgendeine Stadt und hat da öffentlich über den Heiligen Geist gepredigt oder über die Dinge, die er hier spricht, gepredigt, sondern das hat alles in diesem Raum stattgefunden, wo sie miteinander versammelt waren. Also wo? Ja, ihr habt gut zugehört. Ihr dürft mitmachen hier, ja. Ja. Wohl manchmal nicht so gut, wenn alle mitmachen, ich weiß. Aber also im oberen Stock, im ersten Stock eines Gebäudes. Wer war da? Jesus
Und seine Best Friends, Best Buddies, es waren nicht nur Männer da, einfach auch, um das noch klarzustellen. Es waren nicht nur die 12 Jünger da, sondern es waren mehr Leute da, aber alle seine Best Friends waren da, seine besten Freunde waren da. Wann hat das Ganze stattgefunden? Kurz bevor Jesus auf den Leidensweg ging zum Kreuz, kurz bevor Jesus eigentlich gekreuzigt wurde, hat das stattgefunden. Und was ist der Inhalt dieser Kapitel? Das ist eigentlich fast das Spannendste. Was ist das, der Inhalt? Und ich habe einfach so als Übertitel, falls du dir Notizen machen willst, geschrieben, das sind Gemeindewahrheiten, Kirchenwahrheiten, die Jesus da erzählt. Das ist das erste Mal, dass Jesus überhaupt über das spricht mit seinen Jüngern, was nach seinem Tod geschehen wird. Und das Lustige ist, wenn du das liest, wir wissen ja jetzt, was geschehen ist, aber die konnten sich all das, was Jesus da erzählt hat, irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Petrus hat ja bis später noch gedacht, dass nur Juden zum Glauben an Jesus kommen können. Also er hat eigentlich überhaupt nichts geschnallt von dem, was da in diesen 5 Kapiteln überhaupt erzählt wurde. Aber Jesus hat zum Beispiel darüber gesprochen, er hat das Abendmahl mit seinen Jüngern genommen, das erste Mal. Das Abendmahl und hat zu ihnen gesagt, jedes Mal, wenn er nehmt es so oft, ihr an mich denkt. Er hat den neuen Bund erklärt, das Blut, das Brot, den neuen Bund in seinem Blut hat er erklärt, das hat er vorher noch nie gemacht. Er hat über den Heiligen Geist gesprochen, weil ohne den Heiligen Geist gibt es keinen neuen Bund, ohne das Wirken des Heiligen Geistes ist ein neuer Bund unmöglich. Du kannst nur im neuen Bund vom Heiligen Geist überhaupt geleitet werden. Er hat über die Kirche gesprochen, über die Church, über das, was nachher kommt, dass sie Zeugen sein werden bis ans Ende der Erde. Und sie haben immer noch gedacht, ja, Jerusalem, vielleicht auch ein bisschen weiter. Er hat über die Verbundenheit mit ihm gesprochen. Das ist Johannes Kapitel 15 über den Rebstock und die Reben und die Verbindungen vom Rebstock zu den Reben und wie der Saft fließt in den Reben und was machen wir jetzt mit diesen Reben, die nicht so viel Frucht bringen und so weiter und so fort. Also er hat über ganz, ganz, ganz viele interessante Dinge gesprochen, aber nur zu einer ganz kleinen Gruppe von Menschen. Unter anderem über den Heiligen Geist. Und wir stellen uns jetzt einfach so vor, wir sind jetzt da in diesem Raum mit Jesus. Und Jesus fängt an zu erklären, zum Beispiel die Fußwaschung. Ist ja auch Kapitel 13. Johannes 13, da wäscht er ihnen die Füße. Und jeder denkt sich, ja gut, das verstehe ich. Und dann sagt Jesus zu ihnen, ich mache etwas, das ihr jetzt noch nicht versteht. Und ich denke mir so, ich meine, Füße waschen, ein Becken, Wasser, ein Tuch, Füße waschen, versteht jeder. Und Jesus sagt aber zu seinen Jüngern, ihr versteht es jetzt noch nicht, also muss es eine tiefere Wahrheit dahinter geben. Wasser ist ein Sinnbild für Gottes Wort und für seinen Geist, der Gottes Wort überhaupt erst lebendig macht. Der Staub an den Füßen, Staub ist, dass die Nahrung von einem Tier, das ist jetzt ganz ein anderes Thema, aber wir haben schon mal eine Predigt darüber gemacht. Und ich finde das so interessant. Und dann nimmt er auch das Abendmahl und sagt zu ihnen, ihr versteht es jetzt noch nicht. Er sagt eigentlich bei all den Dingen, ihr versteht es jetzt noch nicht. Eigentlich würde ich euch noch viel mehr gerne erzählen, aber ihr versteht es jetzt noch nicht. Und ich finde es interessant, hat Jesus denn die Dinge schlussendlich erklärt oder hat er sie nicht erklärt? Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Und da wollen wir jetzt miteinander in die Bibel reinstarten. Und zwar in das Kapitel 14 vom Johannesevangelium, wo Jesus das erste Mal offensichtlich über den Heiligen Geist spricht. Das ist Johannes Kapitel 14 und wir lesen einige Verse von Vers 16 bis 18. Und hier steht, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also, stell dir vor, du bist jetzt da, du hörst das erste Mal. Lösch mal alles weg, was du bis jetzt, wie viel Mal du diesen Vers schon gelesen hast. Du bist da, du bist einer von diesen Jüngern.
Jüngerinnen, wenn du eine Frau bist. Und Jesus fängt jetzt da an, über den Heiligen Geist zu sprechen. Und du hast noch nie irgendetwas davon gehört. Also ich kann dir jetzt nicht alles aus der Nase rausziehen, aber ich kann dir nur einen Tipp geben. Versuch, dich in diesen Raum hineinzuversetzen mit Jesus und versuch schlussendlich dann zu reflektieren, was macht das mit mir, wenn ich das höre? Was passiert in mir drin? Ich glaube, ganz viele von uns, wir kennen diese Verse hier, aber vielleicht noch nicht so hier. Also Jesus spricht und sagt, hey, der Vater, also er wird den Vater bitten und der Vater wird einen Beistand geben, der bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, also da sehen wir schon mal ein Indiz. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit, oder? Und er kann nicht anders als der Geist der Wahrheit zu sein, weil ist ja logisch, Jesus ist die Wahrheit und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Also wir haben hier ein Wort, das hier beschrieben steht, steht als Beistand in der Schlachterübersetzung, in anderen deutschen Übersetzungen zum Beispiel als Helfer oder auch als Tröster übersetzt. Und ich habe gedacht, wir schauen uns kurz dieses Wort an, damit wir wissen, von was spricht denn Jesus hier? Weil im Griechischen, das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, da steht dieses Wort Parakletos, das steht für Beistand, aber das hat ganz, ganz viele Bedeutungen. Leider hatte ich gar nicht genug Platz, um alle Bedeutungen hier drauf zu kriegen, aber es gibt schon mal für uns ein großes Bild von dem, wie der Heilige Geist ist und was er denn überhaupt macht. Also ich habe es hier aufnotiert. Ich hoffe, ihr könnt es alle sehen. Die Kanzel steht natürlich direkt davor. Beistand, Parakletos, für die, die es nachlesen wollen, Strong's Dictionary 3875. Beistand, einer, der zur Hilfe gerufen wird. Ein Helfer, ein Tröster, ein Fürsprecher, ein Verteidiger, ein Anwalt, ein Vertreter, ein Leiter, ein Lehrer, ein Berater, ein Zeuge. Das sind schon einmal einige Begriffe, die den Heiligen Geist beschreiben mit diesem Wort, das Jesus da verwendet hat. Und bei uns steht Beistand oder Tröster oder Helfer, aber es sind nur drei Worte und es gibt eigentlich so viel mehr. Einer, der zur Hilfe gerufen wird. Es gibt sogar, wenn du nachschauen gehst, steht da, sogar wenn einer, der als Beistand geholt wird, wenn du in einem Gerichtsverfahren bist. Einer, der dich dann verteidigt in diesem Gerichtsverfahren. Finde ich auch schon mega, mega interessant. Der Heilige Geist ist ein Helfer, ein Tröster, ein Fürsprecher. In einer anderen Übersetzung steht Fürbitter. Also jemand, der auch für dich eintritt, wenn du nicht mehr kannst. Ein Verteidiger, ein Anwalt, ein Vertreter, ein Leiter, ein Lehrer, ein Berater, ein Zeuge. Also unglaublich. Ich meine, ich weiß nicht, was jetzt bei dir abgeht, aber du musst dir vorstellen, du bist jetzt da in diesem Raum und Jesus sagt, hey, da kommt jemand, der Geist der Wahrheit, und dieser Geist hat diese Attribute oder ist das alles. Und du denkst dir, ist ja voll krass, ich meine, wenn es mir schlecht geht, ich habe einen Tröster. Wenn ich Hilfe brauche, ein Helfer. Wenn ich mich selber verteidigen will, ein Verteidiger. Einer, der dich, ein Vertreter, das finde ich auch ganz interessant, einer, der dich vertritt. Also ich persönlich, ich weiß nicht, mach dir Notizen, ich finde es extrem interessant und wenn du jetzt das Ganze liest mit diesen Attributen, ich weiß, wenn es dir schlecht geht, dann brauchst du vielleicht mehr einen Tröster. Wenn es dir gut geht, dann brauchst du vielleicht mehr einen Lehrer. Wenn du nicht weißt, wohin gehen, dann brauchst du einen Leiter, jemand, der dich leitet, wohin du gehen sollst. Vielleicht brauchst du einen, der dir Zeugnis ablegt. Ein Zeuge. Ein Zeuge im Zeugenstand. Vor dem Gerichtshof. Ich rede jetzt nicht vom weltlichen Gericht. Also lasst uns weiterlesen. Oder noch einmal das, was wir schon gelesen haben. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben.
einen Tröster, einen Helfer, einen Vertreter. Jemand, der dir zur Seite gestellt ist. Einer, der für dich eintritt. Ein Fürsprecher, ein Verteidiger. Der bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und jetzt der nächste Vers, Vers 18. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Und nur schon hier wird klar, der Heilige Geist ist das, was wir als Jesus lebt in uns bezeichnen. Der Heilige Geist ist Jesus in uns. Und spätestens hier, das sind eigentlich erst drei Verse, sollte es unkomisch werden für dich. Außer du findest Jesus komisch. Der Heilige Geist ist Jesus in uns. Und das ist ein absoluter, der wahrscheinlich größte God, Mode, Move, den es jemals gegeben hat in diesem Universum. Jesus hat sich selber geklont. Achtung, geklont, da kommt natürlich gleich etwas anderes in den Kopf. Jesus hat sich selber vervielfältigt, weil das Problem von Jesus als Mensch war, dass er gebunden war an Ort und Zeit. Und jetzt geht Jesus weg und schenkt uns den Heiligen Geist, also sich selber, aber nicht mehr nur an einem Ort zu einer bestimmten Zeit, sondern überall und nicht irgendwo, sondern in uns. Und weißt du, Jesus hat ja ganz viele Wunder getan. Jesus hat ganz viel gepredigt, aber er war nur eine Person. Und jetzt hat er sich vervielfältigt. Er lebt in jedem von uns und er hat die Möglichkeit, Zeuge zu sein. Also du bist der Zeuge, aber Jesus lebt in dir. Er hat die Möglichkeit, jetzt überall auf der Erde zu sein, wo ein Mensch ist, der Jesus angenommen hat. Weil der Heilige Geist in uns kommt und mit dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist und Jesus kannst du nicht voneinander trennen, lebt Jesus in uns durch den Heiligen Geist und wir sind hier, also hat er jetzt mal einfach aus seiner Sicht die Möglichkeit, so viel mehr zu tun, so viel mehr Menschen zu retten, so viel mehr Wunder zu tun, so viel mehr zu trösten, so viel mehr Wunden zu verbinden, so viel mehr Menschen zur Umkehr zu rufen, so viel mehr Menschen beizustehen. Weißt du, wir haben das Privileg, dass der Heilige Geist unser Beistand ist. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns haben wir das Privileg, manchmal Menschen, die vielleicht noch nicht an Gott glauben, noch nicht an Jesus glauben, beizustehen. Also, ja, okay. Ich könnte komplett ausrasten, aber es ist ziemlich warm hier oben. Deswegen lassen wir das. Aber verstehst du, all diese Wörter, all diese Attribute, die leben jetzt in dir. Nicht nur für dich. Ha, das muss man Klick machen. Nicht nur für dich, damit du davon profitieren kannst, sondern auch für die Menschen da draußen, die noch gar nicht an Jesus glauben. Du bist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, lauter kleine Jesus-Tempel, die miteinander verbunden über ein riesig krasses Netzwerk, das nicht einmal Elon Musk irgendwie herstellen könnte, das da um die Erde kreist. Und wir sind miteinander verbunden, wir sind connected zum Himmel, wir sind Himmelsbürger, aber wir sind stationiert auf dieser Erde und wir vergessen so oft, was für ein Privileg das ist. Also lesen wir weiter. Oh, ich habe das hier noch geschrieben, genau. Der Heilige Geist lebt ja in uns und deswegen funktioniert das Ganze auch von innen nach außen. Also der neue Bund ist schon einfach nur... Also ich meine, wenn es Gott nicht erfunden hätte, ich hätte es gemacht. Es ist so genial. Also wenn du dir das vorstellst, wie genial das ist. Ich meine, das ganze Konzept dahinter. Ich meine, so weit musst du zuerst mal denken können. Ich mache jetzt nicht einfach nur irgendeinen God-Mode. Ich mache einen riesigen Move. Und starte eine Bewegung, die unaufhaltsam ist.
und die nicht nur eine Generation betrifft, sondern generationenübergreifend ist. Also, richtig gutes Konzept, oder? Nicht einmal der Typ, der die Kirche da in Barcelona, wie heißt es schon, Sagrada Familia entwickelt hat, die schon über 100 Jahre im Bau ist, hat so ein großes Hirn gehabt wie Gott, der das Hirn von dem Typen da gemacht hat. Also der neue Bund, den Gott in Kraft gesetzt hat, mit dem Heiligen Geist, funktioniert von innen nach außen. Das heißt, der alte Bund hat umgekehrt funktioniert. Der alte Bund, das waren Gesetze, und wenn du geleitet werden wolltest von Gott, musstest du diese Gesetze einhalten. Also es kam etwas von außen, Regeln, die dir gesagt wurden, und du musstest diese Regeln einhalten. Und du hast es nicht geschafft. Das ist ein Problem. Also von außen nach innen, so funktioniert eigentlich die ganze westliche Welt. Wir versuchen Menschen zu verändern von außen nach innen. Und jetzt hat Gott aber diesen Move gemacht und er hat sich selber in uns platziert und wir müssen jetzt nicht mehr, wir sind jetzt nicht mehr vom Gesetz geleitet sozusagen, sondern wir sind jetzt vom Geist geleitet und dieser Geist lebt in uns und deswegen kommt es von innen nach außen. Also es ist nicht einfach nur eine Verhaltensveränderung, sondern es ist eine Transformation vom Tod zum Leben. Und was mich so extrem relaxed macht, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich muss mal ein bisschen absitzen. Aber was mich so extrem relaxed ist, dass es auch ein Prozess sein darf. Dass es auch mal ein bisschen länger gehen darf. Nicht nur bei deinem Partner, auch bei dir. Weil es fängt innen an und manchmal braucht es eine ganze Weile, bis es dann außen sichtbar ist. Aber der Fokus des neuen Bundes ist nicht mehr auf Äußerlichkeiten, sondern auf Jesus, der jetzt in uns richtig abgefahren ist. Wir müssen weiterlesen, weil sonst kriegt Neil die Krise. Ja, weil dann haben wir die wichtigen Stellen nicht gelesen. Also lass uns weiterlesen. Jesus spricht auch in Johannes 15, Vers 26 noch einmal über den Heiligen Geist. Aber wir lesen jetzt weiter in Johannes 14, Vers 26. Einfach ein paar Verse weiter. Da sagt Jesus Folgendes. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Also der Heilige Geist wird gesendet im Auftrag von Jesus in seinem Namen und er wird uns alles lehren und an alles erinnern, das musst du in deiner Erinnerung behalten, er wird dich an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Und es ist so ein extrem wichtiger Vers, vor allem der letzte Teil wird häufig ausgelassen, oder? Wir haben den Heiligen Geist und er lehrt uns alles. Aber Jesus sagt hier explizit, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Nicht, was irgendein Pastor gesagt hat, nicht, was irgendein Sektenguru gesagt hat, nicht, was Konfuzius gesagt hat, nicht, was irgendein Mensch gesagt hat, nicht, was deine Gefühle gesagt haben, nicht, was dein Nachbar gesagt hat, sondern das, was Jesus gesagt hat. Und jetzt lesen wir weiter in Kapitel 16. Kapitel 15 lassen wir aus, das kannst du selber lesen. 15, Vers 26, also einfach ein Kapitel nach vorne blättern. Und jetzt gehen wir in Kapitel 16 hinein, wo Jesus weiter, hast du gesehen, Kapitel 14, 15, 16, also drei Kapitel hintereinander, spricht Jesus offensichtlich über den Heiligen Geist. Kapitel 16, Johannes 16, Vers 7 bis 15. Wir lesen einfach diese Verse durch und ich mache ab und zu ein paar Notizen, Bemerkungen. Doch glaubt mir, hier immer noch Jesus in diesem Raum, du bist immer noch da in deinen Gedanken mit Jesus in diesem Raum. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe.
Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Das ist so ein guter Bibelvers. Es gibt so viele Menschen, die sagen, so viele gläubige Christen, ja, ich hätte Jesus gerne mal im Fleisch und Blut gesehen. Jesus sagt das Gegenteil. Er sagt sogar, glücklich sind die, die glauben und nicht sehen. Sagt er mal zu Thomas, zu seinem Jünger, oder? Doch glaub mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Also hier bestätigt er noch einmal, I'm the King. Ja? Ich weiß, was läuft. Und die Jünger haben es nicht verstanden, oder? Die wollten ja nicht, dass Jesus geht. Der geht jetzt. Was? Und dann kommt irgendetwas Undefinierbares. Nein, Jesus hat erklärt, wer er ist, wer der ist, der kommt. Und was der macht, der kommt. Einfach weiterlesen. Nächster Vers. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Bibelvers und aus meiner Sicht auch ein Bibelvers, der ganz, ganz häufig verwendet wird, um Druck auszulösen, vielleicht nicht extra, aber auch um ein schlechtes Gewissen auszulösen oder der ein schlechtes Gewissen auslösen könnte. Weil hier steht, wenn der Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde. Und die meisten Leute hören auch hier auf zu lesen und sagen, seht ihr, der Heilige Geist ist hier, um euch eure Sünden aufzuzeigen. Es ist aber gar nicht das, was hier steht. Außerdem ist der Satz noch nicht zu Ende. Könnt ihr sehen da, oder? Also das Gute an der Bibel ist ja, wir haben alle Augen, wir haben alle ein Hirn, wir haben alle den Heiligen Geist. Wir können immer weiterlesen. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Also Gerechtigkeit ist einigermaßen etwas Positives, Gericht und Sünde ist eher etwas Negatives. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, wenn ich nur das lese, ob ich diesen Heiligen Geist wirklich so cool finden soll. Und deswegen ist es einfach wichtig, weiterzulesen, das Ganze im Zusammenhang zu lesen, weil Jesus erklärt Schritt für Schritt, warum das so ist. Also, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Ist das Amen schon ein bisschen weniger geworden? Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Amen. Amen. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Also Jesus sagt, der Heilige Geist kommt und wenn dieser Heilige Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Von Sünde, und das ist wahrscheinlich der absolut wichtigste Punkt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Sünde hier, wie übrigens auch die anderen zwei Wörter, ist in Einzahl geschrieben. Es steht hier nicht Sünden, sondern es steht von Sünde. Was ist diese Sünde? Dass sie nicht an mich glauben. Das ist die einzige Sünde, von der Heilige Geist uns überführt. Warum? Weil Gott will, dass alle gerettet werden. Falls du dich mal beschäftigen möchtest mit Lästerung gegen den Heiligen Geist. Einfach hier, kannst du selber machen, aber einfach hier schön weiterlesen. Kommt richtig gut, ist richtig positiv. Ist ernst gemeint. Also der Heilige Geist kommt und er wird die Welt überführen von Sünde. Und zwar von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Deswegen braucht es den Heiligen Geist in uns, der den Menschen sagt, hey, lass dich versöhnen mit Gott. Oder? Nicht der den Menschen sagt,
du schaffst es nie in den Himmel. Du hast ein viel zu schlimmes Leben. Nein, wir sind hier, um die Versöhnungsbotschaft hinauszutragen, damit was passieren kann, damit Menschen von der Sünde überführt werden können, dass sie nicht an Jesus glauben. Und wenn sie an Jesus glauben, dann werden sie danach von Gerechtigkeit überführt. Und zwar nicht von ihrer eigenen Gerechtigkeit, sondern von der Gerechtigkeit Gottes, die du jetzt geschenkt bekommen hast, weil du den, der die Gerechtigkeit Gottes ist, angenommen hast und weil der jetzt mit dem Heiligen Geist in dich hineingekommen ist und du jetzt, laut der Bibel, 2. Korinther 5, Vers 21, die Gerechtigkeit Gottes bist. Und, ja, ist gut. Also Jesus sagt hier, der Heilige Geist wird uns überführen von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und dieser Satz hat so viel Wahrheit drin. Also erstens brauchen wir und brauchen auch die Jünger diesen Heiligen Geist, der sie immer wieder mal daran erinnert hat, ein inneres Zeugnis, sagen wir dem, wer sie sind, weil sie Jesus Christus in ihrem Leben haben. Und der sie von dieser Gerechtigkeit überführt, der sie überführt, dass sie nicht aus ihren eigenen Werken die ganze Zeit Leistung bringen müssen, dass sie gerettet sind aus Gnade, durch Glauben, und so weiter, dass der Heilige Geist der Zeugnis ablegt, weil er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. In uns. Und das brauchen wir natürlich auch vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Weißt du, das brauchen wir manchmal zu hören. Manchmal haben wir das Gefühl, wir sind so krass unter Attacke vom Teufel. Und das kann sein, weißt du, geistliche Kampfführung ist etwas Reales. Aber was wir nicht vergessen dürfen ist, der Fürst dieser Welt, der Teufel, ist schon gerichtet. Gott sagt sogar, er ist unter unseren Füßen. Nicht, weil wir so große Schuhe haben, sondern weil Gott alles unter die Füße von Jesus und alles den Füßen Jesus unterworfen hat und du in ihm bist, das haben wir letzte Woche gehört, und wir in ihm. Also du in ihm, er in uns, so muss ich sagen. Deswegen ist der Teufel unter unseren Füßen und der Heilige Geist erinnert uns daran. Weißt du, versteh mich nicht falsch. Wenn du Sünde tust, wenn du ganz viel Mist machst in deinem Leben, erstens musst du wissen, der Heilige Geist verlässt dich nicht, weil du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und zweitens musst du aber auch wissen, du kannst den Heiligen Geist betrüben. Da wird Dave nächste Woche darüber predigen. Ich freue mich mega darauf. Also kannst du, das ist ja nicht so, dass es dann den Heiligen Geist gefällt. Aber deswegen ist der Heilige Geist in uns und überführt uns von der Gerechtigkeit, weil er genau weiß, was das beste Gegenmittel ist gegen Sünde und gegen einen sündigen Lebensstil, nämlich die Identität, die wir bekommen haben, weil wir an Jesus glauben. Also wir müssen Gas geben. Noch ein bisschen weiterlesen. Das nächste Vers. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht auch aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Nächster Vers. Er wird mich verherrlichen, denn von meinem wird er nehmen und euch verkündigen. Ist so gut. Ist einfach nur genial. Also dieser Geist, dieser Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Er wird uns an all das, was Jesus gesagt hat, erinnern. Dann wird er uns in all die Wahrheit, in alle Wahrheit leiten. Können Sie es nochmal einblenden. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird. Von wem? Von Jesus. Einfach weiterlesen, ganz einfach. Weil er nicht aus sich selbst redet, sondern Jesus verherrlicht und von Jesus nimmt. Und von wo nimmt Jesus? Er macht nur das, was er den Vater hört,
das er tun soll. Das ist komplette Verbindung. Sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Und ich finde das so etwas Abgefahrenes, weil wenn du dir überlegst, was Jesus hier sagt, ist so prophetisch, das kannst du gar nicht in deinen Kopf fassen. Weil zu diesem Zeitpunkt, und deswegen habe ich jetzt extra meine Bibel mitgenommen, zu diesem Zeitpunkt, als Jesus das hier gesagt hat, gab es diese Bibel so noch nicht. Es gab nur das Alte Testament. Auch das, was Jesus hier gerade sagt, wurde noch nicht aufgeschrieben. Sondern es wurde erst später aufgeschrieben. Deswegen sagt er, er wird reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das Kommende, das ganze Neue Testament. Wenn du weiterliest in Johannes Kapitel 17, da betet Jesus ein ganz langes Gebet. Für mich schon fast ein bisschen zu lange. Aber das ist einfach jetzt für die, die gerne Bible Study machen. Aber Johannes, ich habe es nicht auf dem Screen, aber Johannes, Vers, Kapitel 17 und Vers 20, also das kannst du dir aufschreiben. Da betet Jesus und er sagt, ich lese euch einfach kurz vor. Aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und das Abgefahrene an diesem Vers ist, wenn du da reingehst ins Griechische, dann siehst du, es geht nicht nur um das gesprochene Wort, sondern es geht auch um das geschriebene Wort. Weißt du, wir glauben, weil Gott durch den Heiligen Geist Paulus, Petrus, Johannes, Matthäus, Lukas bevollmächtigt hat, all diese Dinge aufzuschreiben, die eingehaucht sind vom Heiligen Geist. Und wir lesen das. Und ich persönlich zum Beispiel bin genau durch Gottes Wort zum Glauben gekommen, weil ich Gottes Wort gelesen habe. Abgefahren. Als der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Vergangenheit, an alles, was er gesagt hat. Er führt uns in alle Wahrheit. Gegenwart. Und er verkündigt uns das kommende Zukunft. Abgefahren, die Band kann richtig abgefahren mal nach vorne kommen. God Mode, richtig Vollgas. Next Level. Worship gibt es nachher. Also ich persönlich, ich bin so geflasht von dem. Und zum Schluss lesen wir noch etwas, das nicht im Johannesevangelium steht, aber ich habe gedacht, ich möchte es euch einfach vorlesen. Wir lesen einfach die Bibel und dann gehen wir rein in den nächsten Song. Und ich freue mich mega auf diesen Song, weil ich ganz fest glaube, dass während diesem Song Menschen einfach berührt werden vom Heiligen Geist, überführt werden. Vielleicht von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben. Aber vor allem von der Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben. Ich glaube, dass Menschen geheilt werden. Ich glaube, dass Menschen Antworten empfangen. Während diesem Song, nicht nur, weil ich diesen Song mega cool finde, sondern weil ich das wirklich glaube. Also wir lesen aus Hebräer Kapitel 10 von Vers 14. Wir lesen es einfach. Ist das okay für euch? Einfach Bibel lesen. Hebräer, Kapitel 10, Vers 14 bis 18. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hat er die, wir lesen noch weiter, das ist ein Vers, aber ihr dürft natürlich gerne klatschen, aber nicht meine Zeit klauen. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Das bezeugt uns aber auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde, nach jenen Tagen, spricht der Herr, ich werde meine Gesetze in ihre Herzen geben und sie auch in ihr Innerstes schreiben. Sagt er auch, an ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten
will ich nie mehr gedenken. Du verstehst, das ist das, was der Heilige Geist bezeugt. An ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten will ich nie mehr gedenken. Wo aber Vergebung dieser Sünden ist, gibt es kein Opfer für Sünden mehr. Also ein für alle Mal. Und das ist das Werk von Jesus, an das uns der Heilige Geist erinnert, der in uns ist. Seine Funktion ist es, uns daran zu erinnern, was Jesus gesagt hat, was er sagt und was er sagen wird. Amen. Amen. Hey, lass uns aufstehen. Lass uns Gott die Ehre geben. Lass uns wirklich erwarten. Ich meine, wenn du hier bist und du hast zum Beispiel Schmerzen in deinem Rücken, in deinen Beinen, keine Ahnung, wo es ist, öffne dich einfach für den Heiligen Geist. Lass Gott, lass den Heiligen Geist in dir das Werk tun und hör auf, selber zu krampfen für deine Heilung, sondern lass ihn dich heilen. Amen. Thank you.
Gesegnet wir sind, dass Jesus gesagt hat, es ist gut, dass ich gehe. Denn der Heilige Geist wird in jedem wohnen, der an mich glaubt. Was für ein Privileg wir haben, Gott in uns. Und Gott hat mich gelehrt in den letzten Jahren, hat gesagt, vertrau auf den Heiligen Geist in den Menschen. Und weißt du, wenn du so eine Botschaft hörst wie heute, dann jubelt der Heilige Geist in dir. Hast du es gemerkt? Das sind nicht mehr deine Emotionen, das ist nicht mehr deine Seele in erster Linie, sondern es ist der Geist in dir, der jubelt. Und ich möchte, Michi hat schon am Anfang dich eingeladen, Jesus anzunehmen. Und vielleicht denkst du, wie geht das? Und ich kann dir sagen, es ist so einfach. Du kannst beten, du kannst das selber tun, du kannst nachher auf uns zukommen. Und du sagst, Jesus Christus, ich glaube, du bist Gottes Sohn. Ich glaube, du bist gestorben für mich am Kreuz. Du hast meine Sünden getragen, ein für alle Mal bezahlt dafür. Jesus, ich brauche dich, komm in mein Leben. Und in diesem Moment wird er es tun. Und weißt du, was das heißt? In diesem Moment wird der Heilige Geist bei dir einziehen. Dein Geist wird wiedergeboren und der Heilige Geist wird Wohnung darin nehmen und dich nie mehr verlassen. Wenn du das heute gemacht hast, egal ob online oder hier, dann kann ich dir sagen, herzlich willkommen in der Familie Gottes. Gott liebt dich über alles. Hey, heute ist unser Ministry-Team hier. Das heißt, wir haben ein Team, die lieben es, für dich zu beten. Wenn du Gebet möchtest, wenn du einen Eindruck brauchst von Gott, wenn du Heilung brauchst, was immer es ist, sie werden hier auf der Seite bei der Fensterfront stehen. Und sie lieben es, für dich zu beten. Geh auf sie zu. Nimm das in Anspruch. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag. Genieß den Kaffee, genieß Gemeinschaft. Und bevor wir nochmal in diesen Song hineingehen, möchte ich dich einfach ermutigen. Bleib dran. Komm nächsten Sonntag wieder. Lass dich füllen. Du wirst staunen darüber, was passiert, wenn wir mit Gott dranbleiben, offen bleiben und sagen, Herr, hier bin ich. Ich brauche dich. Sprich zu mir, füll mich. Gott liebt es, wenn wir ihm sagen, dass wir ihn nötig haben. Ich freue mich auf nächsten Sonntag. Mach's gut. Du bist gesegnet. Amen.